Hallo meine Lieben, zu einem neuen Garten-Update-Video. Heute sollte der 22. April sein und wir legen direkt los mit den Erdbeeren. Hier ist ein kleines Blümchen, hier sind keine Bienen drin, aber ich will die bald outsourcen und zwar sollen die draußen in das Beet und dann haben wir da noch Bienchen. Ja, Blaubeeren, nicht viel zu sagen und habe ich noch Radieschen dazu gepflanzt. Ich glaube, die waren letzte Woche aber auch schon. Der Plan ist, alle Erdbeeren nach draußen in das Beet zu verlagern und da dann wahrscheinlich die Gurke einzusetzen. Hier meine Paprika, da tut sich nichts mehr. Ich befürchte, die braucht mehr Platz. Da muss ich mal schauen, was ich mache damit. Rote Beete wächst und gedeiht langsam, aber passiert was auf jeden Fall. Hier habe ich meine Husky Cherry Red Tomatoes. Da habe ich schon die erste gefunden heute Morgen. Ist mir das aufgefallen. Schaut mal, wie hübsch die ist. Ja, ansonsten, die wächst auch ganz gut. Mein Favorite. Muss ich jetzt schon mit Kabel binden, weil ich nichts anderes hatte. Festbinden, die gingen ja 5 Meter auseinander schon. Da sind ganz viele Tomaten dran. Und zwar ist das hier die Candyland. Ich habe auch schon die ersten Orangen. Also die bekommen Farbe. Schaut mal, wie schön das aussieht. Und die riechen. Stellt euch vor, wie die riechen. Oh, Wahnsinn, Leute. Es ist ein Traum. Schaut mal, toll, oder? Also da geht auf jeden Fall noch einiges. Ich freue mich tierisch. Es ist echt eine tolle Pflanze. Da habe ich auch was Neues entdeckt diese Woche. Schaut mal hier. Die sind birnenförmig. Die heißen auch so. Wo ist denn das Schild? Yellow Pear Heirloom Cherry Tomatoes. Ja. Herrlich. Bin gespannt. Alle riechen super. Alle riechen super nach frischen Erdbeeren, nach frischen Tomaten. Das hier ist meine Red Beef Steak Tomatenpflanze. Sehr groß, dick, haarig, aber noch keine Tomaten entdeckt. Blümchen sind schon da, aber keine Tomätchen. Hier fliegt eine Wespe rum. Ich habe versucht, die rauszubekommen, aber folgt mir nicht. Ich hoffe, die tut mir nichts. Jetzt kommt sie wieder. Das ist auf jeden Fall keine Biene, sondern eine Wespe. Ja, also da sind meine Tomaten. Was ist heute los? Das sind meine Potatoes. Da gibt es auch noch nicht viel zu zeigen. Die dauern ja um die 3 Monate und die sind jetzt schon knapp einen Monat alt. Wenn die Blumen obendrauf verwelkt sind, sagt man, dann kann ich den Topf umhauen und dann sind die Potatoes reif. Soll also noch ca. 2 Monate dauern. Ich lasse mich mal überraschen. Da haben wir Ginger eingepflanzt. Da gibt es noch nichts zu zeigen. Ginger ist, was ist das in Deutsch? Hilfe. Ginger. Ich weiß es nicht, tut mir leid. Ich habe einen Blackout. Hier meine Green Gorilla, meine Zucchini. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich habe 3 Zucchinis dran, 3 Baby-Zucchinis. Die eine ist hier. Und die andere ist da unten. Kann man die erkennen? Und die dritte ist dahinter versteckt. Da ist die dritte. Die muss ich morgen früh dann in der Früh bestäuben. Und das muss ich immer vor 9 Uhr machen. Geh weg, du Wespe. Und dann hoffentlich wächst sie auch noch ein bisschen. So, und die habe ich heute Morgen gerade erst umgetopft aus diesem Mini-Topf da. Hier rein, denn die hat einfach wahnsinnig viel Platz gebraucht, damit sie weiter wachsen kann. Ich hoffe, ich habe sie nicht getötet beim Umtopfen. Da kommt auch schon eine hübsche Tomate. Und das sind die Better Bush Tomatoes, die sind auch ziemlich groß. Die kann man auch schön slicen und auf ein Sandwich machen zum Beispiel. So, und hier mein Prachtstück, Leute, meine Gurke. Die säuft so viel Wasser jeden Abend, da mache ich locker 4 Liter rein. Naja, sagen wir so 3 Liter, das ist echt krass. Und die ist am nächsten Abend, ist die immer wieder furztrocken. Also die Tomaten, ich sag's euch, ich weiß ja, die bestehen zu so und so viel Prozent aus Wasser, aber die ziehen so richtig Wasser, die sind richtig durstig. Die wächst und gedeiht, aber Gurken sehe ich leider noch keine. Und die wächst jeden Tag weiter. So, und hier, man kann es erkennen, Minze, Parsley, Arugula und Basilikum. Riecht super lecker. Hier habe ich griechisches Basilikum, Rosemary, Cilantro, Dill und Chives.
Ja, das ist noch ein bisschen armselig. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert so groß. Aber das soll es soweit gewesen sein, meine Lieben. Da unten ist Spinat. Oh, Spinnweben, Hilfe. Ich nehme mal einen anderen Weg. Und hier, meine Lieben, sind meine Eierschalen mit den eigenen Samen aus der Paprika. Da habe ich ja meine Paprikasamen getrocknet und dann nach ein paar Tagen in die Eierschalen mit ein bisschen Erde und dann eben gießen. Und jetzt sehen die Pflänzchen so aus. Die will ich dann nächste Woche in unser Beet draußen umpflanzen. Ja, traurig aber wahr, mein Salatbeet, ich weiß nicht, was los ist, keine Ahnung. Zu feucht, zu wenig Erde, zu viel Sonne, I don't know. Hier meine Salatmischung. Man kann erkennen, da ist alles dabei, was man in so einer Tüte sonst kaufen kann. Aber irgendwie stockt es auch. Ich habe das jetzt alles mal aus der Sonne raus. Mal gucken. Die sind im Schatten gestorben. Und hier sind meine Radieschen. Das hier sind meine Squash, meine Zucchini, die ich vom Samen eingepflanzt habe. Die Blütchen kommen jeden Moment. Ich werde die bestäuben können, wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Und dann, ja, sind die auch fein. So, hier sind meine Sonnenblümchen. Mache ich nur einen kurzen Schwenk, da gibt es hier nicht viel zu erklären. Und mein ganzer Stolz, meine Wassermelonenpflanze. Ich habe noch 3 andere Samen dazu getan. Jetzt habe ich 4 Wassermelonenpflanzen. Wenn wenigstens eine draus entsteht, wäre ich schon super happy. Aloe Vera. Und das hier ist der Knoblauch. Ja. Ich habe gelesen, dass es für Brokkoli zu heiß ist. Und ich denke, dass die deswegen auch am Absterben sind. Beziehungsweise die haben Farbe verloren und ja, sieht nicht mehr ganz so toll aus. Ich werde das dann im Herbst nochmal probieren. So, das war's für dieses Video, für diese Woche. Und wir sehen uns in einer Woche wieder oder hören uns. Macht's gut!